So, heute ist Freitag und ich komme gerade aus der Dusche. Meine Haare sind noch nass und ich habe gerade die ganzen Pflegeprodukte benutzt, die ich zugeschickt bekommen hatte. Also das von Garnier habe ich benutzt, das Serum von Alcina und die ganzen, also nicht alle, aber ein paar Neutrogena-Sachen. Und bis jetzt habe ich noch keins gefunden, was mir nicht gefällt. Und das ist natürlich super, super gut. Aber ich bin noch am Testen. Also die Alcina-Produkte sind schon ziemlich gut, meiner Meinung nach. Neutrogen habe ich jetzt erst zweimal benutzt, das muss ich noch weiter testen. Genauso wie das Garnier Spray finde ich bis jetzt auch ganz gut, außer den Sprühkopf, aber dazu erzähle ich noch mal mehr. Ich wollte euch kurz zeigen, was heute angekommen ist und warum habe ich schon wieder so dunkle Augenringe. Was ist momentan los? Naja, auf jeden Fall habe ich ein paar Sachen aus dem neuen Catrice-Sortiment online bestellt. Sind nicht so viele Sachen geworden, es haben mich nicht so viele Sachen angesprochen. Und ich hatte ja auch jetzt vor kurzem erstmal die Klatter so ein bisschen gemacht. Hier, da kommen auch Videos online. Und ich wollte jetzt nicht wieder Sachen anhäufen, die ich eh nicht brauche. Deswegen habe ich wirklich nur das genommen, was mich wirklich angesprochen hat. Fange ich mal mit diesem Produkt an. Das ist das Hydrating Prime and Care Spray. Und davon habe ich auch noch diese Variante, das Energizing Prime and Care Spray. Also die beiden. Und das sind einfach so Sprays, die man vor dem Make-up, also weil ich schminke mich jetzt gleich davor, aufträgt. Als Primer soll das wirken. Oder halt einfach, also es pflegt halt auch sehr viel. Nach der Reinigung kann man das so als Gesichtsspray einfach auftragen. Und ich fand die Verpackung irgendwie auch ganz hübsch. Deswegen habe ich mir da beide mal mit geholt. Ich glaube, die kosten 4 Euro irgendwas. Also super günstig sind sie nicht. Aber die fand ich interessant und möchte ich gern testen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das so richtig als Primer tragen werde. Vielleicht, wenn ich eine ganz dünne Foundation oder so trage. Dann vielleicht, wenn mir Primer nicht so wichtig ist. Aber einfach so mehr als Pflegezeug wollte ich das testen. Dann habe ich was gekauft, was ich eigentlich schon zu Hause habe und was ich sehr gut finde bei Lea ist. Und zwar das Illuminating Prime and Fine Dual Gloss Fixing Spray. Also ich habe sehr viele Sprays gekauft. Das finde ich ziemlich gut. Ich mag die Fixing Sprays von Catrice sehr gerne und vor allem dieses. Und dann gibt es noch ein neues und zwar das HD Active Performance Freezing Spray Long Wear Fixing, Protecting and Hydrating. So sieht das aus, das wollte ich auch ausprobieren. Fixing Sprays kann man nie genug haben. Und dann noch zwei Produkte, und zwar einmal einen Primer, und zwar den HD Active Performance Primer. Das Coole ist daran, erstmal finde ich voll schön, wie der in dieser Flasche mit diesem Milchglas, ist, dass der Lichtschutzfaktor von 30 hat. Das finde ich sehr, sehr gut für den Sommer. Und halt, man kann es auch gut zum Spinnen nehmen. Der ist Water and Sweat Proof, was ich sehr, sehr cool finde. Also das könnte sich zu einem Favorit kristallisieren, wenn ich den ganz gut finde. Weil für den Sommer ist der dann halt natürlich super, wenn man vielleicht irgendwo an den See geht oder auch im Urlaub. Finde ich sehr cool. Teste ich gerne aus. Finde ich aber irgendwie ein bisschen wenig drin, oder? 15 Milliliter. Ich finde, das ist sehr wenig, aber gut. Und zu guter Letzt dann noch One Drop Coverage Weightless Concealer. Habe ich jetzt die Farbe 003. Ich hoffe, das ist der hellste. Ich habe online geguckt und ich meine, es war der hellste. In der Farbe Porcelain. So sieht der aus. Sieht auch total süß aus, ist recht klein. Wie viel hat er? 7 Milliliter. Und da bin ich auch gespannt. Die beiden Produkte wird es in einer First Impression geben. Die anderen, obwohl, nee, das Spray glaube ich auch. Aber die anderen Sachen, weil das benutze ich halt nicht als Primer, das werde ich jetzt schon auf meinen Schminktisch stellen und das habe ich schon mal getestet. Von daher auch nicht. Aber die drei Sachen kommen irgendwann in eine First Impression. Genau, das wollte ich euch jetzt nur sagen. Ich werde mich jetzt als erstes schminken und ich kann ja mal eins von denen jetzt hier live auftragen. Welches ist denn? Hydrating und Energizing. Ich nehme mal das Energizing Spray und sag mal gleich eben, mach mal hier meine First Impression, wie ich das finde. Ich mag den Sprühkopf, kann ich schon direkt sagen. Ich finde, es kommt. Ja, es ist nicht super fein. Also ich kenne feinere, das auf jeden Fall. Aber ich finde es irgendwie trotzdem fein genug. Und es kommt halt nicht so partiell drauf, sondern sehr großflächig, was ich gut finde. Das finde ich sehr, sehr wichtig bei solchen Sprays. Habe jetzt gar nicht geguckt, ob es irgendwie riecht. Also ich fühle mich auf jeden Fall so ein bisschen erfrischt, aber ja, zu der Pflegewirkung kann man ja, denke ich, eh so nichts großartig sagen. Da ist übrigens drin in diesem hier Grapefruit, Kiwi und Vitamin C. Und in dem anderen sind drin Aloe Vera, Matcha Tea und Panthenol. Genau, also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass es das so ein bisschen zur Pflegewirkung beiträgt, aber
Ja, ist okay. Genau, und jetzt werde ich mich gleich fertig machen. Wie Schuhe haben wir es überhaupt? 11:30, ja gut, da habe ich noch ein bisschen Zeit. Ich muss gleich noch aber noch Haare machen, also glätten auch noch. Und dann fahre ich zu meinem Nageltermin. Krieg wieder neue Nägel gemacht. Keine Ahnung, welche Farbe ich nehme. Das habe ich noch überhaupt nicht entschieden. Aber da muss ich auf jeden Fall gleich hin. Da habe ich um 3 Uhr einen Termin. Oh, und ich hoffe, ich komme hier vom Hof, weil alles noch so vollgeschneit ist. Ich habe Angst, dass ich stecken bleibe. Ist mir nämlich schon mal passiert. Da kam ich nicht mehr vom Hof bei uns runter. Ja, mal gucken, weil es direkt so berghoch geht. Von unserem Hof runter geht es schon berghoch so. Ja, und dann habe ich mich da festgefahren beim letzten Mal. Ich finde, das Zeug, kann ich gerade mal sagen, ist ein bisschen sehr, also ist klebrig. Man klebt schon so ein bisschen an der Haut. Aber das heißt ja nicht unbedingt was Schlechtes. Vielleicht sitzt dann auch das Make-up tatsächlich so ganz gut. Muss mal gucken. Ich mache mich jetzt fertig. Hallo zusammen. Ich wollte euch nur gerade mitnehmen und zwar kam bei mir, ich wollte die HelloFresh Box ausprobieren. Die habe ich letztens bei irgendwem im Video gesehen und dachte mir, weil ich die auch schon mal ausprobieren wollte, ich mache das auch mal. Das ist so ein Abonnement, was wöchentlich ist, aber man kann, wenn man die App zum Beispiel hat, kann man immer schon gucken, was für Gerichte zur Auswahl stehen und kann das pausieren. Also ich mache das mal, ich werde das jetzt nur einmal im Monat immer machen, wenn mir das jetzt hier gefällt. Ich habe 3 Gerichte für 2 Personen ausgesucht. Das mache ich dann in einem Zeitraum, wo dann mein Freund gerade hier ist. Und ja, jetzt wollte ich heute das erste Gericht kochen. Ich wollte euch das kurz zeigen und euch dann nachher so eine kleine Review dann geben, wie ich es fand. Das hier werde ich heute machen. Ich zeige euch das mal. So einen Zettel kriegt man. Auf der Rückseite steht, wie es geht. Cremiges Garam Masala Hähnchencurry mit Kokosmilch, Butter, Babyspinat und Jasminreis. Genau, das ist heute dran. Und dann seht ihr hier, das kam alles gut gekühlt. Man kann sich den Liefertermin aussuchen. Und dann habe ich hier die ganzen Produkte gekriegt, die genau abgestimmt sind. Es ist genau die passende Menge, die man für das Gericht braucht. Genau, die kamen hier so mit so einem guten Kühlakku. Also, ja. Und daraus werde ich jetzt versuchen, nach der Anleitung hier was Leckeres zu zaubern. Und ich hoffe wirklich, dass es sehr, sehr gut schmecken wird. Aber sieht schon mal ganz gut aus. So, heute ist der nächste Tag und wir haben wieder was wir kochen werden. Beziehungsweise ich koche. Und zwar diesmal Bacon Salbei Schweinefilet. So sieht das aus. Und das sind die Sachen, die wir dazu brauchen. So, und das werde ich jetzt anfangen zu kochen. Noch einmal kurz zu gestern das Gericht. Ich fand es sehr, sehr lecker. Also ging super einfach, hat Spaß gemacht und war, finde ich, sehr lecker. Ich hatte leider nicht so einen großen Hunger, das war ein bisschen blöd. Aber es hat sehr, sehr gut geschmeckt. Mein Freund hat es auch ganz gut geschmeckt. War jetzt nicht so vom Gericht jetzt so sein Lieblingsgericht. Aber er fand es geschmacklich trotzdem ganz gut. Genau. Und ich fand es ziemlich gut. Also ich würde 9 Punkte von 10 geben. Er hatte gesagt, glaube ich, 7. Und ja. Mal gucken, was das heute bringt. Das ist unser Gericht, worauf wir uns am meisten freuen. Und ich hoffe, ich versau's nicht. Hallöchen zusammen, heute ist Mittwoch, ja, Mittwoch und ich wollte euch erstmal erzählen, wie noch das Essen war. Das letzte Essen habe ich euch leider nicht abgefilmt, das habe ich dann mit meiner Mama gegessen. Das war so ein China-Kohl-Pfanne mit Hähnchen, so selbstgemachte Teriyaki-Soße, so in der Art. Sowas war das, dann noch ein bisschen mit Nüssen und so. Das hat sehr gut geschmeckt. Also von den Gerichten, die ich probiert habe, eher noch am wenigsten, aber achso, von dem anderen habe ich auch noch nicht erzählt. Ich habe nur erzählt, wie ich es abgefilmt habe. Ne? Dieses Schweinefilet mit der Cranberry-Sauce. Oh mein Gott, es war so gut. Ich glaube, mein Freund hat, sag ich mal, 8 bis 9 Punkte gegeben und ich eine glatte 10, glaube ich, wenn ich mich gerade nicht täusche. Es war so lecker. Diese Cranberry-Sauce ist ja dann so recht säuerlich und dann halt noch gemischt. Zucker kam da rein. Es war einfach
unglaublich lecker, also wirklich mega. Ich kann die HelloFresh-Box nur empfehlen, muss ich sagen. Ich fand es richtig, richtig toll, mit der zu kochen. Die Sachen waren toll, war super einfach, gut erklärt. Und ich denke, einmal im Monat werde ich das machen. Also beim nächsten Mal filme ich euch nochmal mit und sage euch, wie es war. Genau, jetzt bin ich gerade am Parkplatz beim Sport. Ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock. Ich war gerade schon so, oh komm, fahre ich wieder weg. Aber nein, ich gehe jetzt rein und mache Sport. Woo! Ja, motiviert bin ich nicht. Ich habe voll keinen Bock, ich bin nämlich alleine heute da. Ist wenigstens nicht viel los. Es ist gerade hier ziemlich, ziemlich leer, was das Gute ist. Und ich gehe jetzt rein und mache mal so 1,5 bis 2 Stunden Sport. Hallöchen, heute ist der 11.2. Und heute habe ich mit meinem Freund, also heute sind wir ein halbes Jahr zusammen, deswegen kommt mein Freund heute und wir kochen. Also ich meine, ein halbes Jahr ist ja jetzt nicht irgendwie das Wow-Ereignis, aber ich finde, ein halbes Jahr ist schon das erste Mal, was irgendwie so ein kleiner Meilenstein ist. Also ich würde jetzt niemals so mich mega auf ein eineinhalbjähriges freuen, aber so das erste halbe Jahr finde ich schon ganz irgendwie schön. Das wollen wir halt heute zusammen verbringen und ein bisschen kochen. Deswegen muss ich gleich noch die Küche da hinten aufräumen. Ja, und ich habe auch ein kleines Geschenk für ihn. Natürlich nichts mega krass. Ich habe einfach, das ist eine kleine Tasse. Und da steht halt unser Jahrestag eigentlich drauf. Also wann wir zusammengekommen sind, da steht oben 2018. Dann sind da die ganzen Daten und der 11., wir sind ja am 11.8. zusammengekommen. Und da am 11. ist dann Herz und unten steht August drunter. Und ja, nur eine Kleinigkeit halt so als Aufmerksamkeit. Und das werde ich ihm nachher schenken. Ich hoffe, er freut sich auch darüber. Genau, und deswegen kommt er dann nachher und verbringen heute einen schönen Tag zusammen. Das wollte ich erzählen. Und dann wollte ich euch eigentlich zeigen, was ich so gekauft habe. Denn ich habe einen Haul, einen kleinen für euch noch. Ich habe nämlich bei Yankee Candle, nein, ich habe nicht bei Yankee Candle direkt bestellt, sondern ich habe bei Candle Dream bestellt, aber habe halt nur Yankee Candle Sachen bestellt. Und das wollte ich euch gerne zeigen. Hier, eigentlich wundern, hier sind die ganzen Geschenke. Das sind alles die Geschenke für meinen Freund. Also nicht zum Halbjährigen, sondern der hat nächsten Sonntag Geburtstag. Und das sind seine Geschenke. Und hier ist noch, ach, das ist das, was er heute kriegt. Ist aber wirklich nur eine Tasse, das ist, sieht nur ein bisschen größer aus. Und das ist noch eine Kleinigkeit für Valentinstag. Also für ihn ist hier erstmal Weihnachten und Geburtstag alles auf einmal. Genau, was ich jetzt zeigen wollte, das habe ich hier gekauft. Ich hatte früher schon mal so eins. Das ist mir aber beim Umzug kaputt gegangen. Und jetzt habe ich das hier nochmal bei Yankee Candle bestellt, um die 12 Euro oder so, wo man die Tarts da reinlegen kann. Und dann mit einem Teelicht, damit der Flur schön riecht. Das habe ich hier reingestellt. Einmal das. Und dann muss ich mal gerade ins Wohnzimmer, weil die anderen Sachen habe ich da noch liegen. Zeige ich euch, was ich bestellt habe. Und zwar, Sekunde, ich muss erstmal die großen Kerzen hier ran schaffen. Ich habe nämlich zwei große Kerzen bestellt bei Candle Dream. Könnt ihr am besten immer gucken, weil Yankee Candles sind ja nicht ganz so günstig. Die ganz großen kosten ja um 30 Euro. Und das finde ich ein bisschen viel, aber es gibt eigentlich immer welche, die im Sale sind, die so aus letzter Saison sind. Oder im Sommer gibt es dann die Weihnachtskerzen günstig. Sekunde. Und ja, ich habe dann halt welche genommen, die reduziert waren, weil dann spart man so um die 7 Euro. Ich habe die jetzt für fast 23 Euro halt gekriegt und das ist halt schon einiges, wenn man überlegt, dass die mittlere Größe der Kerzen eigentlich so viel kostet, wie ich jetzt für die großen bezahlt habe. Da ist mir auch egal, ob die Düfte jetzt aus dem letzten Jahr sind. Das ist ja relativ wumpe. Auf jeden Fall habe ich jetzt einmal diese hier gekauft. Yankee Candle A Calm and Quiet Place. Ich finde einfach die Farbe von der Kerze richtig schön. Und ich habe da vorhin auch schon mal dran gerochen. Eine Sekunde. Oh, ich kann Düfte nicht beschreiben, ist mein Problem. Aber es geht, glaube ich, vielen so. Aber wow. Also richtig so für den Herbst, Winter ist das einfach so. Also jetzt nicht super Winter, sondern es riecht halt einfach so nach einem kuscheligen, schönen Abend, aber finde ich halt mehr so im Herbst. Auch so recht, so ein leichter Duft. Ja, ich kann es halt nicht beschreiben, aber so, wenn man halt so am Abend so kuschelig, aber halt auch nicht so in die zu sehr Weihnachtsrichtung. Ach, ich kann es nicht beschreiben. Als wäre da so ein bisschen Vanille drin. Ich habe absolut keinen Plan, was da für Düfte drin sind, aber so ein bisschen in die Richtung. Sehr, sehr toll. Ich bin froh, dass ich die genommen habe. Und dann habe ich noch diese genommen, Spiced White Cocoa. So sieht die aus und die ist geil. Die ist so krass geil. Ich liebe sie. Oh, die riecht halt so ein bisschen, ja, halt nach weißer Schokolade irgendwie. Und ich liebe weiße Schokolade, aber auch so ein bisschen herbstlich halt, weil weiße Schokolade ist, finde ich, auch mehr so Herbst. Also noch heißer weißer Schokolade. Oh, göttlich.
könnte ich mir reinlegen. Also die stelle ich erstmal weg, weil die werde ich dann so im Winter oder so benutzen. Ich habe hier noch eine stehen. Eine mittlere Größe habe ich mal irgendwann aus den USA mitgebracht, aber die riecht irgendwie so gut wie gar nicht, habe ich so das Gefühl. Naja, ich werde es aufbrauchen. Dann habe ich Autosachen bestellt, damit mein Auto gut duftet, weil ich oftmals meine Katze jetzt, wo mein Freund noch zu Hause wohnt, der will ja bald zu mir ziehen, aber noch wohnt er halt nicht bei mir. Und dann nehme ich halt immer meine Katze mit, wenn ich mal ein ganzes Wochenende bei ihm bin, weil er vielleicht Daten ist oder weiß ich nicht, Geburtstage oder sonst was, dann bin ich ja das ganze Wochenende da. Ich kann ja natürlich meine Katze hier das ganze Wochenende alleine lassen. Dementsprechend nehme ich die oft mit und dann muss ich natürlich auch das Katzenklo mitschleppen. Und dementsprechend riecht mein Auto nicht immer wunderschön, wenn es nach Katzenklo riecht. Und ja, ich wollte einfach solche Autodüfte haben. Den hier kann ich euch nicht mehr so ganz zeigen, weil ich den schon im Auto habe jetzt. Das war hier drin, das ist die Richtung Clean Cotton. Also es riecht schön nach frisch gewaschener Wäsche, habe ich heute reingehangen. Das ist dieses Ultimate Car Jar oder wie das heißt. Was so richtig so ein kleines Gläschen fast ist, also ein Plastikglas. Ja. Ja, riecht wirklich nach frisch gewaschener Wäsche so und ich hoffe, dass mein Auto dann einfach schön duftet. Und dann wollte ich halt noch andere ausprobieren und zwar sind das diese ganz normalen, die man so kennt, diese Papier-Papp-Dinger, was auch immer. Und das gibt es so in drei verschiedenen Sorten. Also ein Pack mit drei verschiedenen Sorten habe ich genommen, weil ich wollte ein paar mehr ausprobieren. Muss ich auch nicht sofort jetzt benutzen, aber halt diese. Ich glaube, die anderen, die riechen halt länger, war dementsprechend auch ein bisschen teurer, aber ich wollte einfach beides mal testen, um zu gucken, was sich für mich mehr lohnt irgendwann. Genau. Das sind die Sachen, die ich mir bestellt habe. Aber ich habe mir dann noch was bestellt und zwar gab es reduziert dieses Geschenkeset, was es wahrscheinlich zu Weihnachten gab. Und so sieht das aus. Ich habe die Sachen da schon rausgeholt. So sah das aus. Genau. Und da waren folgende Sachen drin. Zweimal hier solche Tarts in der Richtung Sparkling Cinnamon. Das sind alles natürlich so Winterdüfte. Also was schön nach Zimt riecht, diese Tarts. Die, und davon auch, nee, doch nicht. Dann noch The Perfect Tree. Zwei Tarts. Und Winter Wonder. Zwei Stück. Dann waren da diese, wie heißen die, Votivkerzen drin. Die Votives. Und zwar zweimal Christmas Magic. Das sind halt diese hier, die oben ganz normal einen Docht haben, diese kleineren. Christmas Magic. Dann zweimal Icy Blue Spruce. So sehen die aus. Und, was sind die andere dahinter? Zweimal All is Bright. So sehen die aus. Genau, und dann, was das Coolste daran natürlich war, sind zwei kleine Gläser sind da drin. Diese kleinen, diese Größe kosten normalerweise schon 10, 15 Euro. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, zwischen 10 und 15 Euro kosten die. Also sehr teuer für das, was es ist. Aber ich dachte, ich wollte halt dieses Geschenkset eigentlich nur austesten. Es war halt reduziert von, ich glaube, irgendwas mit 40 Euro auf irgendwas mit 30. Und dachte ich, komm, teste mal aus. Dann kann ich mal halt ein paar Gerüche austesten. Es gibt so viele Varianten bei Yankee Candle. Und ich meine, wenn ich mir mal so ein großes kaufe, dann bin ich in 10 Jahren nicht durch. Und ich wollte halt einfach mal so ein Set haben und ein paar Düfte. Vielleicht habe ich ja einen Favoriten oder so. Deswegen habe ich mir so ein Set gekauft. Und zwar ist einmal Winter Wonder drin in dieser kleinen Variante. Und was ich sehr, sehr gut riechend finde. Und dann ist da drin Glittering Star, das ist jetzt nicht ganz so meins, muss ich sagen. Also was ich bis jetzt so dran gerochen habe, ist okay, aber muss nicht. Und dann gab es tatsächlich noch zwei Geschenke dazu. Ich weiß nicht, ob man die immer kriegt oder ab wann man das dazu kriegt. Das kann ich absolut euch nicht sagen. Ich habe mich natürlich sehr darüber gefreut, dass ich noch was zusätzlich bekommen habe. Und zwar zwei Votivkerzen noch extra. Und zwar einmal Misty Mountains. Das war umsonst da drin. Und Tropical Jungle war auch drin. Und jetzt habe ich erstmal wieder reichlich Kerzen, bis ich die aufgebraucht habe, ist 2025 oder so. Ich kann es euch nicht sagen, also es dauert, glaube ich, weil durch so eine Kerze brauche ich ewig, da brauche ich 2 Winter, um da durchzugehen, glaube ich, aber gut. Wir werden sehen, auf jeden Fall im Flur lasse ich jetzt immer so dieses Teelicht mit den Tarts drin, weil ich hatte noch so viele Tarts, weil wie gesagt, dieses Ding ist mir kaputt gegangen und ich habe locker noch um die 10 Tarts schon hier gehabt und irgendwann würde ich die auch mal aufbrauchen, deswegen habe ich mir jetzt das mitbestellt. Das war auch der Grund, warum ich jetzt überhaupt jetzt bestellt habe,
Aber jetzt habe ich auf jeden Fall Kerzennachschub. Wollte ich euch eben zeigen. Und ich liebe Yankee Candle. Also ich mag es einfach. Ich kann es nicht sagen. Also auf der Seite gibt es auch noch Bath & Body Works Kerzen. Da habe ich bis jetzt noch keine getestet. Habe auch sehr Gutes drüber gehört. Aber irgendwie... Ich habe überlegt, eine mitzubestellen. Dann hat die aber 26 Euro gekostet. Und dann dachte ich so... Und die war auch, ich glaube, ähnlich wie die mittlere Größe von Yankee Candle. Was ja dann ungefähr fast der gleiche Preis ist, aber da gab es halt keine reduzierten, habe ich auf jeden Fall nicht gefunden. Und dann dachte ich mir so, okay, ich kann eine große von Yankee Candle haben, wo ich weiß, dass ich sie mag. Oder eine mittlere von Bath & Body Works, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich die mag. Da habe ich mich dann relativ schnell entschieden. Obwohl, wo ich gerade drüber rede, habe ich glaube ich doch eine Bath & Body Works Kerze. Ich glaube, ich habe mich angelogen. Ich glaube, die steht da hinten bei mir, allerdings nicht mehr im Glas, weil die leider Gottes runtergefallen ist. Jetzt habe ich die Kerze an sich natürlich noch, die ist auch beim Umzug nämlich runtergefallen. Und die Kerze an sich steht halt noch, die habe ich noch nicht benutzt, aber die hat super gerochen. Also von daher vielleicht, das war so ein Karamellteil oder so, die Verpackung sah auch toll aus, aber die ist ja leider im Arsch. Genau, das zu dem Thema, mehr will ich jetzt auch nicht darüber erzählen, ich wollte es nur kurz sagen. Und jetzt räume ich das alles weg, ich räume noch ein bisschen auf, dann will ich mich ein bisschen noch schick machen, mein Gesicht noch ein bisschen hübsch für meinen Freund. Genau, Haare noch machen, weil der wird so, denke ich, um 16 Uhr kommen. Und dann möchte ich vernünftig aussehen. So, heute ist Dienstag. Ich bin jetzt zu Hause, bin von meinem Freund gekommen, war auch schon bei Oma und Opa. Ich wollte euch kurz das zeigen. Ich habe die Tasse mitgenommen, weil er zieht ja eh bald zu mir. Und es ist unnütz, wenn er sie bei sich stehen hat. Das ist die Tasse, die ich ihm geschenkt habe. Ich finde die ganz süß. Er hat sich auch gefreut. Genau, das war das. Da hatten wir gestern einen schönen Abend. Er hat für mich gekocht. Ich war nämlich bei ihm. Genau, wir hatten das nochmal spontan umstrukturiert, dass ich zu ihm gekommen bin. Ja, war aber richtig, richtig schön. Dann war ich heute bei Oma und Opa. Und wie ihr wahrscheinlich alle wisst, mache ich eine Ausbildung nebensächlich, neben meinem Beruf, noch eine zur Kosmetikerin. Und meine Oma hatte sich letztens einen Wirbel gebrochen, kann sich dementsprechend nicht mehr bücken. Und jetzt sollte ich ihre Füße machen, weil ich da auch Fußpflege lerne, also beziehungsweise den Teil hatte ich halt schon. Und dann habe ich ihre Füße gemacht. Genau. Und dann hatte sie, was ich total cool finde, ich wusste nicht, dass sie sowas hat, hier, das habe ich mitgekriegt, das ist so eine Fußwanne, also für so ein Fußbad. Und zwar, ich meine, braucht man jetzt auch nicht unbedingt, als ich mit meinem Freund gemacht habe, habe ich den Wäschekorb genommen, geht auch. Aber das ist so, kann man eine Steckdose stecken und dann vibriert das, also in verschiedenen Stärken und sowas, also wie ein bisschen mit Massage. Und das fand ich ganz cool, das habe ich jetzt gekriegt von der. Und dann habe ich noch ein bisschen Geld dafür gekriegt. Und das habe ich direkt wieder reinvestiert in Fußsachen. Aber erstmal komme ich zu was anderem, was ich eben bei der Postenbörse gekauft habe. Und zwar war ich bei der Postenbörse und habe hier einmal Sidolin mitgenommen, weil meins ist fast leer. Für 1,49 €, was ziemlich günstig ist. Einmal das. Und dann, ich wollte schon mal dieses Wäscheparfüm ausprobieren, was man aus der Werbung so kennt, von Lenore. Aber das ist mir halt einfach sonst zu teuer gewesen. Ich weiß nicht, wie viel es sonst kostet. Ich glaube schon fast um 5 Euro. Und jetzt bei Postenbörse gab es das 2 für 5 Euro. Eins hatte 2,99 € gekostet und 2 gab es für 5 Euro. Da habe ich das aber mitgenommen. Oh Gott. Und die rosane Variante. Oh mein Gott, was ist los? Ja, auf jeden Fall Wäschepuffer. Ich will es einfach mal testen. Ich bin so ein Wäschemensch geworden irgendwie. Genau, dann war ich bei Müller und wollte eigentlich Sachen wieder für Fußpflege noch mehr kaufen. Damit ich alles da habe, weil ich bei meiner Oma auch noch nicht perfekte Sachen hatte. Also ich hatte mir letztens erst was gekauft, hatte, habe ich euch, glaube ich, gezeigt, oder? Dieses Pedi-Ding von Rossmann, ich glaube, das habe ich euch gezeigt. Ist ganz gut so zum Üben, finde ich, oder auch für den privaten Gebrauch. Für Profis ist das jetzt nichts, da braucht man natürlich was Besseres. Aber erstmal zum Üben jetzt, dass ich es ein paar Mal machen kann, für 7 Euro ist das vollkommen cool. Genau, dann war ich halt bei Müller ein paar Sachen gekauft. Einmal brauchte ich hier noch das, Akkupads zum... Ja, diese Stahldinger da zum Saubermachen, das ist perfekt. Da hatte ich nämlich nur 2 von, deswegen habe ich die mal mitgenommen. Und nochmal neue Müllbeutel und die riechen voll schön nach Blume. Oh, geil, ich liebe es. Genau. Und was ich noch brauchte, was nichts mit Füßen zu tun hat, ist Hitzeschutz. Weil ich momentan das von Alcina benutze, aber das hält auch nicht ewig und ich wollte eins nochmal haben. Genau, dann was ich unbedingt nachkaufen musste, ist ein Fußbad. Da habe ich jetzt einfach dieses genommen. Ich fahre halt bei Müller. Totes Meer Fußbad mit Lavendel und Limettenöl. Weil meins jetzt leer war, da habe ich einfach irgendeins mitgenommen. Dann hatte ich noch 2 Nagellacke gefunden, die ich irgendwie super schön finde. Von Catrice. Sekunde, andersrum wäre es besser.
Einmal ist es dieser hier in so einem schönen Grauton, der gefällt mir sehr gut. Also ich persönlich lackiere mir hier nur meine Zehennägel, aber... Und dann dieser Lavendelton, finde ich auch sehr, sehr schön. Deswegen mussten die beide mit. Die kann ich natürlich auch für Fußpflege dann anbieten, wenn ich mal irgendwie in die Nägel lackiere, dann kann man die gut nehmen. Dann habe ich einmal Desinfektionsspray für die Werkzeuge hier mitgenommen. Und dann habe ich mir einmal das hier gekauft, einmal so einen Knipser, so einen Nagelknipser, so eine Zange. Genau, um die Nägel zu kürzen. Und dann habe ich mir noch zwei andere Zangen mitgenommen, die allerdings ein bisschen teurer waren. Hier noch so eine Nagelzange, die ist besser als für die Ecken und so. Zum Kürzen fester Fußnägel aus rostfreiem Spezialstahl. Und das stelle ich mir ganz gut vor. Ich weiß noch nicht, ich mache jetzt bei meinem Freund bald wieder die Füße. Und ja, Männer haben ja meist auch ein bisschen härtere Nägel und so. Und ich denke, da brauche ich was Vernünftiges. Deswegen habe ich die nochmal mitgenommen. Und zu guter Letzt nochmal die Hautzange hier, die man gut für die Nagelhaut verwenden kann, noch zum Entfernen. Genau, jetzt habe ich ganz gute Sachen. Erstmal, also irgendwann brauche ich natürlich noch so einen elektrischen Fuß, also ein großes Fußpflege-Set-Teil, wisst ihr. Und noch ein paar kleine Sachen, die für mich vielleicht noch fehlen, was ich in der Kosmetikschule hatte. Aber den größten Teil habe ich jetzt hier vor Ort. War auch sehr teuer, ich habe 40 Euro ausgegeben eben bei Müller. Hat aber meine Oma aber netterweise auch recht viel gekriegt. Von daher habe ich direkt wieder investiert in neue Produkte für die Fußpflege, weil das soll ich jetzt halt bei ihr regelmäßig machen. Und dann freut sie sich. Also ich habe halt ihre Füße komplett, also ja, gebadet, Peeling hat sie bekommen, Fußmassage und sowas alles. Also eigentlich alles. Komplett Paket. Genau, jetzt werde ich die Sachen mal alle schön wegpacken. Und ich habe eigentlich voll Bock, jetzt Wäsche zu waschen, ne, wegen diesen geilen Teilen hier. Wir könnten ja eigentlich mal dran schnuppern. Ich mache die mal gerade auf. So, ich habe die Verpackung abgemacht. Jetzt muss ich es noch richtig aufkriegen. Mhm. Welche Duftrichtung ist das? Mystik. Riecht gut. Riecht irgendwie so nach Abend halt. Und das hier. Riecht blumig. Es gab noch eine andere Sorte, aber weiß nicht, mich hatte das Rosane interessiert, weil es rosa ist und das Lilane, weil Mystique hört sich gut an. Das hier ist die Sorte Bliss. Ja, ich werde es einfach mal austesten und mich überraschen lassen, ob das cool ist. Wahrscheinlich, man braucht es nicht, aber jetzt 2 für 5 Euro, wo eins fast so viel kostet, da habe ich gedacht, komm, schlägst jetzt mal zu. Ich habe sonst immer, als ich dran vorbeigegangen bin, gedacht, nein, du brauchst es nicht. Aber jetzt für den Preis konnte ich dann doch nicht mehr Nein sagen. Das war dann Schicksal. Besser, als wenn ich mir doch irgendwann für den vollen Preis gekauft hätte. Ja, das war mein kleiner Haul. Der sehr teuer ist dafür, dass es eigentlich nichts richtig Besonderes ist. Eigentlich nur so zum Arbeiten. Aber muss auch sein. Genau, das wollte ich nur erzählen. Mehr habe ich gerade nicht. Jetzt muss ich Hausaufgabe machen. Das erkennt ihr, ich habe noch einen zweiten Zettel. Gehe ja gleich zur Schule. Und wir machen momentan Nagel. Also Nägel, also Maniküre. Und jetzt müssen wir hier machen, die gleich mit Nagellack muss ich die Nägel lackieren, wie ich die lackieren würde. Ist halt immer die Frage, es sind verschiedene Nagelformen. Was am besten dazu passt, heller, dunkler Lack, spart man die Ränder aus, spart man die Ränder nicht aus, was besser zu der Nagelform passt. Und das muss ich jetzt gerne noch machen, weil das muss ich heute abgeben. Deswegen wäre es gut, wenn ich das habe. Ja, ansonsten werde ich heute nichts mehr filmen, weil mich so ein bisschen jetzt um meinen Haushalt hier kümmern und dann, wie gesagt, die Hausaufgabe mache und dann geht es auch schon nachher zur Schule. So, ich wollte euch noch erzählen aus, ich hatte euch ja gezeigt, dass ich von Neutrogena Sachen zugeschickt bekommen habe und ich die testen sollte und ich habe jetzt heute mal einen Instagram-Post dazu geschrieben, klein, wo ich so ein bisschen sage, was ich gut finde und was nicht. Letztendlich muss man das selber testen, weil jeder hat einen anderen Hauttyp, es ist immer unterschiedlich, aber ich kann euch so grob sagen, was mich überzeugt hat und was nicht. Ihr müsst wissen, ich bin so, habe hier eigentlich manchmal, also, ja, ich würde sagen, ich habe eine Mischhaut. Hier die Gegend eher so ein bisschen trockener und hier kann es schon mal ein bisschen fettiger sein. Genau. So zu meinen Bedingungen. Dann dieses Produkt finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Das ist das 3-in-1 mit Zellenwasser. Entfernt wasserfeste Mascara, entfernt Talg und Schmutz und reinigt die Haut. Das finde ich sehr gut. Ich fand tatsächlich, dass es wasserfeste Mascara entfernt hat. Man braucht nicht viel. Wie ihr seht, ich teste das jetzt schon ein paar Wochen. Schminke mich damit immer ab und habe noch nicht viel benutzt.
Allerdings finde ich es, wie gesagt, sehr gut. Es entfernt wirklich wasserfeste Mascara. Bei mir hat es geklappt. Ich trage ja immer wasserfeste Mascara, weil mein Auge so oft tränt, habe ich ja eigentlich schon in vielen Videos erzählt. Und das hat bei mir auf jeden Fall gut gereinigt. Der Geruch ist, naja, aber ich wasche mir mein Gesicht danach eh. Also ich benutze das nicht als letztes. Ich gehe dann und wasche es nochmal, dann kommt eine Pflege drüber und so. Von daher ist das überhaupt nicht schlimm. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass es wasserfeste Mascara entfernt und dabei aber nicht ölig ist. Ich mag das nicht, diese öligen Teile, wo dann überall dieser Film auf dem Gesicht ist. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Deswegen das sehr, sehr gut. Dann diese Maske, die habe ich schon mal getestet. Und zwar habt ihr vielleicht schon mal bei Instagram gesehen, da durfte ich schon mal die ganze Maskenreihe hier. Da gibt es noch ein paar andere, zwei, drei andere Masken, also Gel-Masken so. Und die habe ich also schon mal testen dürfen und ich finde die sehr gut. Die sind zweigeteilt, weshalb ich finde, es ist immer so schwer bei solchen Tuchmasken, dass sie wirklich genau aufs Gesicht passen. Und diese hier ist hier so geteilt. Das heißt, man kann sie besser nochmal dran machen. Passt natürlich immer noch nicht 100%, aber es hat nun mal nicht jeder das gleiche Gesicht. Aber ich finde es auf jeden Fall angenehm. Auch die Skelige, es kühlt sehr gut, also finde ich auch gut. Dann komme ich noch zu einem Produkt, was ganz normal und solide ist, würde ich behaupten. Und zwar das Hautbild verfeinernde Peeling. Ist eigentlich normales Peeling, ganz ehrlich. Ich habe selten jetzt so große Unterschiede. Die Körner sind schön. Das ist so ein... Ja, das ist nicht zu grob, würde ich sagen. Also ich hatte schon mal ein sehr, sehr grobes von Balea. Da gibt es auch, gab es zwei verschiedene. Ich weiß nicht, ob es die immer noch so gibt. Was sehr grob ist und nicht so grob. Dies ist so ein mittleres, würde ich sagen, von der Körnung her. Okay. Ist okay. Ja, ich gehe aus dem Fenster schauen, falls du es gerade machst. Genau, also kann man jetzt nicht so viel zu sagen. Ich finde es total okay, benutze es gerne. Aber da kann man auch jedes andere nehmen, sage ich mal. Dann die zwei Produkte, die mich nicht ganz so überzeugt haben, ist einmal hier 2-in-1 Reinigung und Maske. Finde ich an sich nicht schlecht. Das Einzige ist für mich, ich finde irgendwie, es trocknet leicht aus, habe ich das Gefühl. Es soll natürlich auch reinigen, dann ist es ja kein super Feuchtigkeitsspenden. Das steht hier auch nicht drauf. Aber ich finde ein bisschen, möchte ich danach so ein Pflegegefühl trotzdem auf der Haut haben. Und das habe ich hiermit absolut nicht. Ich fühle mich sehr, es fühlt sich sehr gespannt an, dass man eine Pflege braucht. Also Und dann kommen wir halt zu der Pflege. Wenn ich die jetzt nächstes benutze, das ist einmal diese hier, Feuchtigkeitscreme. Und ich bin nicht der Meinung, dass sie so viel Feuchtigkeit spendet, wenn man vielleicht schon eher eine Mischhaut oder fettige Haut hat, sage ich mal, dann reicht das bestimmt. Für mich, wo ich auch manchmal so ein bisschen trockene Stellen habe, fand ich es nicht ausreichend. Wenn ich noch ein feuchtigkeitsspendendes Serum drunter gegeben habe, dann schon, dann ging es wieder, dann hat sich das war das ausgeglichen. Aber nur die jetzt würde ich für trockene Häutchen zum Beispiel überhaupt nicht empfehlen, muss ich sagen. Ich werde jetzt, wie gesagt, mit einem normalen Serum aufbrauchen. Es ist sehr flüssig, zieht super schnell ein, dementsprechend ist es auch nicht so reichhaltig. Also es pflegt nicht mega krass. Da kann man sich, glaube ich, schon für den Preis bessere Feuchtigkeitscremes anschaffen. Aber gut, ist auch Geschmackssache. Bei mir ist es jetzt halt nicht so Bombe. Aber ein paar Sachen haben mir auch ganz gut gefallen, von daher, man kann auch nicht immer alles mögen. Genau, das wollte ich euch nur kurz erzählen, weil ich da jetzt so meine Meinung langsam zu gebildet habe und... Ach so, und hier drunter habe ich dann immer dann von Alcina das Serum gegeben, dieses Feuchtigkeitsserum, weil ich zugeschickt bekommen habe. Und das ist sehr gut. Also das Serum von Alcina, dieses Feuchtigkeitsserum, das gefällt mir außerordentlich gut. Das hat das hier richtig gerettet. Da hat man so richtig weiche Haut mit. Ja, das wollte ich euch noch kurz sagen. Und jetzt mache ich weiter. Katze kommt. Ja, hallo, hallo. Ich muss deine Augen mal wieder auf sauber machen. Ne? Du hast wieder ganz viel Zeugs im Auge. Ja, auf jeden Fall ist auch gleich schon soweit. Ich esse jetzt noch was und dann geht's zur Schule. Ich muss mich noch umziehen. Heute ist wieder Maniküre dran. Bei mir wird es ja leider nicht gemacht, weil ich gehe ja ins Nagelstudio und lasse mir meine Nägel machen. Nächste Woche Mittwoch ist, glaube ich, schon wieder soweit. Aber naja, ich lerne es. Und nächstes Mal ist dann wieder ein anderes Thema dran.